Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Am Tag nach den EX-Raid-Einladungen. Und ich habe natürlich wieder keine bekommen. Was nicht so schlimm ist. Direkt danach ist halt echt Herzschmerz. Da trifft es einen doch schon hart. Aber danach ist dann wieder halb so wild, alles vergessen. Ihr macht da, glaube ich, eine größere Sache draus als ich selbst. Also, ihr leidet da irgendwie mehr, dass ich keine bekomme als ich selber. Auf jeden Fall. Reden wir heute über alle Sachen, neuen Sachen, Infos, mein ganzes Wissen über EX-Raids und Trigger. Auch viel, okay, nicht so viel, aber ein bisschen Statistik und so, bisschen Theorie, wofür eigentlich Spieletrend zuständig ist, aber der hat zurzeit zu tun mit seinen Bitcoin- und Kryptocoin-Sachen. Deswegen müssen wir das jetzt machen. So, diese Woche war ein bisschen wild. Die meisten Gruppen und Stadtgebiete wussten nicht genau, was sie tun müssen. Und da haben die einfach alles getriggert. Ich habe echt bei jedem Raid gesehen, da haben die Leute einfach Trigger dahinter geschrieben. Also das war echt übertrieben. Hatte jetzt dann wieder 3 bis 4 Arenen richtig getroffen, wo auch Einladungen rausgingen. Wo auch viele Kollegen welche bekommen haben. Und ich war halt leider dann wieder nicht dabei. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wann die kommt. Und es gibt 2 Artikel von Silk Road dazu. Einer dieser Artikel oder Post ist halt über die Statistik. Bringt es was, wenn man öfter an der Arena raidet? Und wie viele Leute bekommt das? Unterschied zwischen Einladung schon mal gehabt, Einladung nicht gehabt, Level und dies, das. Das schauen wir uns gleich an. Und dann neue Statistik über welche Arenen überhaupt triggerbar sind. Da gibt es nämlich neue Infos. Und dadurch fallen ein paar Arenen sogar raus aus dem System, wo man bisher geglaubt hat, dass die sogar triggerbar sind. Die bisher alle Kriterien erfüllt haben, aber mit den neuen Sachen dann doch nicht mehr. So, was weiß ich? Wissen tue ich, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wie später man den Raid macht. Sprich, am Anfang der Woche, zum Beispiel gestern ging die Einladung raus. Sprich, wer jetzt heute, morgen, Mittwoch oder so macht, dass die Wahrscheinlichkeit irgendwie geringer, eine Einladung zu bekommen, als die, die am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, einen Raid machen. Da kriegen irgendwie die meisten Leute die Einladung. Und wie höher der Raid, desto höher ist auch irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Einladung bekommst. Sprich, Leute, die einen legendären gemacht haben, von der Gruppe haben die meisten Leute eine Einladung bekommen. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass der Arena-Orden absolut nicht juckt. Auch wenn Niantic das gesagt hat. Es ist vollkommen egal. Die meisten kriegen ihn sogar, wenn sie das erste Mal bei der Arena sind. Im Gegensatz zu Leuten, die die Arena auf Gold haben. Also das ist kompletter Bullshit, was Niantic da erzählt hat. Dann Trainer-Level. Viele meinen, die Level 40er sind benachteiligt und die Low-Level-Spieler werden bevorzugt. Was teilweise stimmt, laut der Statistik. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Großteil der Leute an dem Raid Mid-Level und Low-Level sind. Also es gibt immer noch sehr wenige Level 40er und dementsprechend sind die auch nur ein kleiner Bruchteil von den Leuten, die am Raid teilnehmen, an der EX-Raid-Auslosung teilnehmen und dementsprechend dann auch nur sehr wenige davon eine Einladung bekommen. Gibt es einen Unterschied zwischen Leuten, die bereits eine Mewtwo-Einladung hatten und welche, die brandneu sind und noch keine hatten? Also statistisch gesehen, da eigentlich nicht. Alle haben dieselben Chancen. Aber aus meinen persönlichen Erfahrungen, was ich so mitbekommen habe, ist, dass wenn du mal eine Einladung hast, ist deine Chance irgendwie viel, viel höher, deine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste zu bekommen. Also meine Theorie, meine Vermutung ist, dass Niantic irgendwelche Kriterien hat. Und wenn du die einmal erfüllst, dann wirst du sozusagen freigeschaltet und dann erfüllst du die halt immer. Wir wissen es nicht genau. Aber was wir dennoch wissen ist, und das ist sehr interessant und darüber regen sich auch die meisten Leute auf, wie aktiver man ist, wie mehr man raidet, desto unwahrscheinlicher ist die Chance, dass man eine Einladung bekommt. Das heißt, die Nicht-Aktiven werden belohnt. Das hat sich auch so bewiesen. Viele Low-Level, viele Casuals, viele, die Pause gemacht haben, viele, die nicht regelmäßig raiden. Und ich habe auch schon sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Hong, leg mal eine Pause ein und dies, das. Und ganz ehrlich, den kann ich echt nicht bringen. Ich kann auch nicht so rumheulen wie Reversal und District oder so machen gegen Niantic. Ich habe aber ein lustiges Video in Planung, zwecks dem ganzen Thema. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Aber ich werde auf jeden Fall einfach so weitermachen. Es geht auch so. Ist halt nur irgendwie anscheinend ein bisschen unwahrscheinlicher dann, dass ich dann eine Einladung bekomme, aber ich will mich jetzt irgendwie in der Niantic nicht beugen, aus Prinzip, nur um eine Einladung zu bekommen. Dann hat sich auch herausgestellt, dass die Anzahl der Lobbys vollkommen egal ist, was bisher die Vermutung der meisten war. Deswegen bei den meisten EX-Triggern
wurde versucht, so viele Lobbys wie möglich zu machen. Was aber nicht stimmt, weil jetzt herausgefunden wurde, dass nur die individuellen Accounts zählen. Was aber auch bedeutet, dass es gar nichts bringt, wenn man dort öfter raidet. Einmal reicht in den Zeitraum. Wie gesagt, je später der Zeitraum, desto höher die Wahrscheinlichkeit irgendwie. So, das war so die Statistik, die Daten. Dann haben wir jetzt noch was Interessantes herausgefunden. Und zwar, jetzt müssen wir wieder über diese Zellen reden. Ich weiß, Spieletrend hat ein Video dazu gemacht und das hat eine Menge Leute verwirrt. Ich will die Zellen jetzt nicht genau erklären. Das ist einfach nur eine Einheit. Das ist so wie Meter oder Zentimeter oder so. Und es gibt diese S2-Zelle. Das ist die große jetzt. Das blende ich hier ein. Das alles ist die S2-Zelle. Und wir wissen, ihr seht hier A, B, C, D. Das sind 4 Arenen zum Beispiel. Und wir wissen, pro Einladungswelle kann nur eine dieser Arenen eine Einladung bekommen. Es kann niemals 2 oder mehr einen EX-Raid haben gleichzeitig. Und bisher haben wir gewusst, dass eine Arena, die im Park ist, in dieser Zelle, triggerbar ist, einen EX-Raid bekommen kann. In dem Fall zum Beispiel A und D. Klingt logisch. Was jetzt noch herausgefunden wurde, ist, wenn man das Ganze nochmal verkleinert und eine S20-Zelle nimmt, ich will euch jetzt nicht zu hart verwirren, sagen wir, die S2-Zelle ist sowas wie Meter, und wenn man das nochmal verkleinert, dann kommt man auf Zentimeter und dann auf Millimeter. Und S20 ist halt zum Beispiel momentan das kleinste, glaube ich. Und wenn man das dann halt verkleinert, dann seht ihr hier zum Beispiel diese kleinen innerhalb der S2-Zelle, das sind diese S20-Zellen. Und jetzt hat man herausgefunden, dass innerhalb der S20-Zelle der Mittelpunkt der S20-Zelle im Park sein muss. Und das macht die Arena triggerbar. Zum Beispiel bei A, das stimmt zu, die Mitte der S20-Zelle ist im Park. Jetzt zum Beispiel bei D, theoretisch ist die Arena im Park und bisher hat man angenommen, dass D triggerbar ist, weil die Arena im Park ist. Jetzt sieht man aber, dass die S20-Zelle, die Mitte davon, nicht mehr im Park ist. Und dementsprechend ist D nicht triggerbar. Das ist sehr interessant. Und dadurch fallen viele Arenen raus. So, kurze Unterbrechung. Ich habe einen Anruf bekommen. Sogar ein Vorstellungsgespräch, also wünsche mir Glück. So, wo war ich? Also D ist nicht triggerbar, obwohl wir es bisher gedacht hatten. Und jetzt ist das Interessante. Also C ist sowieso tot. In beiden Fällen ist C tot. Aber B, die Arena ist nicht im Park, aber die Mitte der S20-Zelle ist im Park. Und dadurch ist die triggerbar. Das ist sehr interessant. Für alle Organisatoren da draußen, alle die ihre EX-Trigger organisieren und planen, schaut euch das nochmal genau an. Link ist unten in der Beschreibung und auch zu dem anderen. Und das war's eigentlich. Ich kann nur sagen, gebt sich auf. Irgendwann kriegen alle ihre Einladung. Irgendwann kriegen alle einen Mewtwo. Auch wenn ich den jetzt haben will und nicht später, wenn jeder den hat. Aber egal. Irgendwann wird schon klappen. Gebt sich auf. An alle, die einen bekommen haben gestern, viel Glück, viel Erfolg. An alle, die übermorgen ihren Raid haben, auch viel Glück, viel Erfolg. Nee, sogar morgen. Viel Glück morgen. Gönnt euch ein Mewtwo 100%, 2275. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.